Ja, hallo zusammen. Momentan sind wir, glaube ich, hier beim SV im Gefühlschaos. Samstag waren wir wieder am Boden, heute sind wir wieder oben. Ja. Ich kann heute wieder nur einen Hut von den Jungs ziehen. Haben wieder Gesicht gezeigt, was eigentlich in ihnen steckt. Haben sich belohnt, auch aufgrund der ersten Halbzeit, wo wir gesagt haben, da wollen wir griffig bleiben, nicht drauf ausruhen, weil, ja, wenn wir sind, die Qualität kennt ja jeder. Wenn man da eine Sekunde normalerweise unaufmerksam ist, dann klingelt direkt. Wir wollten eine Reaktion. Ich denke, die haben noch mehr als gesehen. Natürlich ein Sieg jetzt bei rumspringt. War vielleicht von Anfang nicht so zu erwarten, aber ich glaube, Peter hat es treffend analysiert. Wir haben verdient gewonnen. Bisschen schade, dass wir jetzt am Wochenende nicht eingreifen können, weil den Schwung hätten wir jetzt gern mitgenommen. Wir werden die Spiele jetzt alle so angehen wie heute. Und dann werden wir unterm Strich sehen, was dabei rauskommt. Jetzt mit einem weinenden Auge nochmal zurück zum Samstag. Hätte man heute annähernd die Leistung gebracht, am Samstag annähernd die Leistung gebracht wie heute, dann würde die Tabellensituation ganz anders aussehen. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten eine Reaktion gefordert, die hat die Mannschaft gezeigt. Und nochmal, ich ziehe den Hut vor denen, habe es jetzt auch belohnt mit ein paar Tagen frei. Ich denke mal, das ist auch für den Kopf ganz wichtig. Peter, dir alles Gute dann auch für die Relegation. Ich denke mal, da wird er drauf hinauslaufen. Danke euch allen. Schönen Abend.